Es ist mal wieder soweit. Wir gehen auf Toilette. Hi Freunde, ich bin Rain oder einfach nur Yannick. Und beim letzten Mal haben wir angefangen mit Toilet Chronicles und dem ersten Kapitel. Und heute wollen wir natürlich weitere Endings holen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf Load Game klicken muss. Ja, okay. Damit ich dann meinen weiteren Attempt habe. Und eventuell gibt es ein Ending, was man ganz am Anfang erreichen kann, wo wir uns gar nicht so die Gedanken drum gemacht haben. Denn wir sind hier in einer Toilette. Wir lernen einen ominösen Mann kennen, den wir nicht kennen. Wir finden eine Handgranate. Wir finden einen Zwerg und dann irgendwie eine Axt und irgendwelche Geschichten. Ehrlich gesagt ist mir das viel zu bunt. Und ich gehe einfach raus. Okay, ich bin fertig. Tipptopp. So, und jetzt gehe ich. You left the restroom without destroying a toilet. You left the restroom with no answers. Wir sind einfach gegangen. Schön. Einfach schön auch. Und ich finde es immer wieder schön, dass die Endings am Ende auch nochmal kommen. Okay, Attempt Nummer 5. Wir haben noch mehrere verschiedene Endings, die wir umsetzen können. Und ich möchte jetzt erstmal auf zwei Endings eingehen, die das Spiel schon hatte in der Demo, bevor man überhaupt aus diesem ersten Raum rausgeht. Denn der Raum hinten, wo man diesen Code eingeben muss, das wirkt so, als wäre das das finale, richtige Ending. Und was war da gerade los? Hallo? Da hat sich gerade kurz mein PC einfach mal gedacht, ich verabschiede mich mal. So, denn zwei Endings, die wir erreichen möchten, beinhalten natürlich unseren Kollegen hier und auch uns. Und ein bestimmtes Item, was wir gefunden haben, werdet gleich schon sehen, was ich meine. Explosive Handgranate. Was man halt so findet auf einem Klo. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Handgranate auf dem Klo gefunden habt. Ich tatsächlich immer nur in Kinotoiletten. Ich weiß nicht ganz genau, warum die da mal liegen. Und natürlich kann man zum einen uns selbst umlegen. Wir können die Toilette sprengen, weil die sollen wir destroyen. Aber wir können auch unseren Freund und Kollegen in die Luft jagen. Und das würde ich gerne tun. Ich hab was für dich, mein Lieber. Ich hab was für dich. Bitte sehr. Oh oh. You killed your partner. Now the mysteries of this place will never be solved. Sorry, Kurt. Tut mir leid. Keine Sorge. Um alles wieder gut zu machen, können wir natürlich auch die Granate einfach in die Hand nehmen und uns denken, was passiert eigentlich? We'll be right back. You killed yourself, now the mysteries of this place will never be solved. Das gute Achievement, bruh. Schade. Attempt Nummer 7. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das auch ein eigenes Ending ist, weil es heißt ja, wir sollen eine Toilette zerstören. Und wenn ich drüber nachdenke, wie man eine Toilette zerstört, würde ich sagen, dass wir ja einfach die Granate in diese Toilette werfen können. Das würde ich jetzt als nächstes ausprobieren. Ich hoffe nicht, dass wir damit unseren Partner umlegen. Danke sehr. So, wir destroyen the toilet. You're banned from this restroom for destroying a toilet. Nice! Also ich meine, ich habe auch schon mal eine Toilette zerstört, aber das war nicht mit einer Handgranate, sondern mit meinem Arm. Wir können jetzt halt versuchen, das Ending weiterzuspielen, wo man den Code eingeben muss. Weil das wirkt so, als ob das Ending ist, was man erreichen möchte. Man könnte natürlich jetzt auch einfach vorangehen und sagen, hey, wir gucken uns einfach die Errungenschaften an und sehen hier ja die Namen. You're crushed by a tentacle, you did an oopsie. You did an oopsie. You tried your neighbor. Wie tried man denn seinen Neighbor? Ich weiß auch nicht, ob irgendwas passiert, wenn man einfach auf dem Klo sitzen bleibt. Vielleicht müssen wir einfach die ganze Zeit heulen. Wir sitzen jetzt einfach mal. Don't leave. Okay. Ich bleib hier auf dem Klo. Too bad I can't read. Sehr schön. Sitzen einfach auf dem Klo. Weinen. We care about our customers. Would poop here again. Weil es gibt auch ein Achievement, wo man von einem Tentacle gecrushed werden soll. Und ich weiß nicht, ob das passiert, wenn man einfach nur sitzen bleibt oder wann das kommt. Aber wir können hier auf jeden Fall sitzen bleiben und einfach mal nichts tun. Ich meine, ist ja auch mal schön. Das Handy noch rausholen, kurz neues Video von Brain angucken, abonnieren, Like da lassen. Oh, was ist das denn für ein Link? Hello Fresh? Oh ja, da bestelle ich mir mal direkt eine Box. Nice. So, wir gehen jetzt erstmal weiter in dem Ending, wo wir hier wieder durch die Wand kommen.
Das wollen wir erstmal als nächstes machen. You tried your neighbor. Wie genau hab ich das zu verstehen? Bin sehr gespannt. 5? Das ist noch einer der Codes. Die pinke 5. Oh, Freunde, wir müssen viel mehr noch die Augen aufhalten, glaube ich. I belong in the trash. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich, hier, enter the void. So, Eggs. Wir wissen jetzt, pink ist eine 5. Aufpassen auf die Banane. Pink ist eine 5. Das wissen wir. Wir wissen. Der Ladies Washroom. Wir wissen, dass grün eine 9 ist. You died from cringe. Ending 69. Wow. Grün ist eine 9. Haben wir auch. Jetzt müssen wir noch die anderen Sachen finden, wo die wohl sind. Man, this party sucks. Scary text. Okay. Da ist auch nix. Wir hatten hier die Axt, womit man gelbe Türen kaputt machen kann. Das war immer noch ein bisschen witzig, weil man hat nirgendwo eine gelbe Tür gefunden. Und dann dachte man sich, oh, eine gelbe Tür. Take care of him. They watching. Right click to get gnomed. Wir werden diesmal nicht gegnomed. Was passiert, wenn ich ihn gnome? Hallo? Hallo? Ich hab was für dich. Okay, er will nicht gegnomt werden. Der macht die ganze Zeit. Wir haben eine neue Handgranate. Ist das maybe das Ende? You tried your neighbor? Looks like a good place for a DLC. Weil. Maybe. Nee, das ist dem ziemlich egal. Oh! Ich weiß nicht, wie ich es gerade gemacht habe, aber irgendwie war es hier gerade kurz dunkel und die 8 war ausgeleuchtet. Wie habe ich das denn gerade geschafft? Ist das Licht gerade kurz ausgegangen hier? Ich gehe einfach mal mit der Idee, dass es eine 8 wäre. Jetzt haben wir noch gelb, orange und blau. Wo finden wir das wohl? No Joker dancing. I couldn't come up with other rules, but really wanted to add the Joker meme, so... Okay, weiß ich Bescheid. Just pretend that there's a hole in Enter the Void. Genau, das war da vorne. Wow. Would poop here again? Passiert das, wenn man zu lange braucht? Captain Ahab, don't fuck with me. I am a Ahab? Ich wusste nicht, dass das geht. Ich habe gerade den Angriff von einem Tentakel mit einer Handgranate abgewehrt. Ich glaube, das ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich muss meiner Mom davon erzählen. Ich hätte das? I don't think it's rice. Da steht eine gelbe 1. War die gelb oder war die orange, ist die Frage. Check. Ersetzt das Schach. Ich weiß nicht, ob das jetzt bedeutet, dass man das immer machen muss oder ob man klopfen muss, wenn die... For yellow doors only. Einfach alles fotografieren. Das ist tatsächlich eine gelbe 1. Okay. Also, wir wissen, dass dann die 1 gelb sein muss. Wir wissen also noch nicht, was blau... Und was orange ist. Alle anderen Zahlen wissen wir zu 100%. Blau stand doch hier drauf. Die 2. Die ist das. Und wo steht dann orange? What? Wir haben es geschafft. Wir... Party Break? And that's all. You're back at the party. Oh mein Gott. Ich bin back bei der Party. Look, guys, I'm planking. Disappointed? Sorry if you didn't get all the answers, but at least it was fun. Ja.
They don't know that I'm also having a good time. I think I owe you one more ending. Here. You are back at the party. Was it all a dream? You are alone. Das heißt, bevor wir das Ending vielleicht erreichen, können wir unseren Kollegen aus dem Klo mitnehmen? Moment! You can walk around if you want, and then just press Q when you're bored. Kommen wir nochmal zurück? Nein. Ich will nicht alone sein. Hallo? Redet irgendjemand mit mir? Six more jumps, sure nothing bad happens to the economy. Nee, der Economy geht super. This guy is crazy. Q when you're bored. Nein, ich drück Q nicht. Du willst mir das jetzt einreden, dass ich Q drücken soll, aber das tue ich nicht. Mhm. Mach ich nicht. Ich bleib hier. Besonders, weil er nochmal einen anderen Satz gesagt hat. Just press Q when you're bored. Verdammt, er hat den gleichen Satz nochmal gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wirklich einfach nur Q drücken muss. Verdammt. Weil es gibt das Ending, dass man eben nicht allein ist, aber ich weiß nicht... Sieht man das auf dem Bild? Da ist noch ein Typ, rey. Press Q when you're bored. Wir müssen den Gnom mitbringen! Weil wir sollen doch gut take care of him. Oh. End of part 1. Damn. Ich bin sehr gespannt, was in den anderen Parts noch kommt. Und wir müssen natürlich noch ein paar Endings holen. Das werden wir allerdings im nächsten Part machen. Also wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü.